Bangladesch ist eines der drei Länder neben Niger und Paraguay, die in der diesjährigen Miseria-Fastenaktion, die ja in wenigen Tagen beginnt, im Zentrum stehen werden, beziehungsweise über die Länder wollen wir auf bestimmte Problematiken aufmerksam machen. Wir sind unterwegs mit einer Gruppe von Miserio und von Leuten der Diözese Aachen, weil ja in Aachen die Eröffnung der Fastenaktion 2013 sein wird, sind dann von Düsseldorf nach Dubai geflogen, kamen heute Nacht in Dubai an, haben nur den Flughafen von Dubai gesehen im Arabischen Emirat und wurden eigentlich erschlagen von einem Konsumtempel. Und wir sind dann weitergeflogen und haben in Bangladesch, als wir heute am Nachmittag angekommen sind, in Dhaka, in der Hauptstadt, den Unterschied gesehen zwischen einem Land, das durch Ölreichtum in einer sehr kurzen Zeitspanne von Jahren einen unheimlichen Reichtum für eine kleine Elite angeschafft hat, zu dem, was wir jetzt hier in Bangladesch erfahren. Und da zeigt sich schon, was die Herausforderungen sind, die auf der Tagesordnung dieses Landes Bangladesch stehen. 160 Millionen Menschen zu ernähren, die Ernährungssicherheit als eine Frage. In der Ernährungssicherheit spielt der Klimawandel, in der Bangladesch besonders betroffen ist durch Katastrophen, durch Naturereignisse. Zum anderen ist eine große Frage die indigenen Völker. Wie können die Rechte dieser Minderheiten gewährleistet werden im Schulsystem, im Landsystem? Und die dritte große Herausforderung ist die Menschenrechte. Innerhalb dieser drei Förderschwerpunkte fördern wir etwa 70 Projekte von Miserio in Bangladesch von 25 verschiedenen Projektpartnern. Und wir freuen uns, dass wir in den nächsten Tagen einen Teil dieser Projektpartner kennenlernen werden. Wir sind besonders mit Leuten der Caritas unterwegs, werden indigene Völker kennenlernen. Wir werden die Herausforderung der Textilindustrie kennenlernen, die ja in den vergangenen Monaten Schlagzeilen gemacht hat. Wir werden Fischerdörfer kennenlernen, Fischergemeinden und werden so in dieser Woche in einem vollen Programm verschiedene Aktivitäten erhalten, kennenlernen und näher erfahren, näher wahrnehmen. Und wir freuen uns, dass wir mit der Gruppe in den kommenden Tagen dies hier an verschiedenen Orten Bangladeschs erfahren werden.